Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Stadt der Maler, Mürzer Bauernmarkt und Agility Benefizturnier. Das sind die Stichworte zu den Beiträgen in dieser Woche. Zu Gast sind wir diesmal bei den Stadtwerken Mürz Zuschlag. Seit über einem halben Jahr gibt es die Spielwarenabteilung der Stadtwerke Mürz Zuschlag im Verkaufsgeschäft in der Wienerstraße. Bei Spiele Mürz wird eine große Auswahl an Markenprodukten angeboten. Playmobil ist hier zum Beispiel exklusiv in Mürz Zuschlag erhältlich. Die bunte Palette an Spielsachen eignet sich für alle Altersgruppen, von den Babys über Kinder und Jugendliche bis zu Erwachsenen und Senioren. Besonders beliebt sind die Gesellschaftsspiele. Im neuen Buch der Wünsche sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Spiele Mürz überzeugt mit einem umfangreichen Sortiment. Spezielle Preisangebote bis 30. November machen das Einkaufen noch attraktiver. Abwechslung und Spaß für Groß und Klein bietet die Spielwarenabteilung der Stadtwerke Mürz Zuschlag. Mürz Zuschlag beheimatet viele Künstlerinnen und Künstler. Alle zwei Jahre lädt die Gemeinde zu einer Ausstellung mit dem Titel Stadt der Maler. Ein Team von TV Mürz war bei der Vernissage dabei und hat neben bekannten Gesichtern auch einige Neueinsteiger getroffen. Das Foyer des Stadtsaals als Galerie. Bis zum 22. Oktober kann man hier die Ausstellung Die Stadt der Maler besuchen. Ich freue mich sehr, sehr über das große Interesse. Schon bei der Vernissage waren viele bekannte Künstlergesichter zu erkennen. Mit Zuschlagerinnen und mit Zuschlager, die aus den eigenen vier Wänden ihres Ateliers hinausgehen, die ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Dazu gehört auch Mut, denn in der Heimatstadt auszustellen ist immer etwas ganz Besonderes. Ich habe vor zwei Jahren ausgestellt in Kapfenberg. In der eigenen Stadt ist es noch persönlicher, weil man noch mehr kennt und die kommen dann auf einen zu. Und das ist eine besondere Herausforderung. Viele haben sich diese Herausforderung wieder gestellt und überraschen mit ganz anderen Arbeiten und Techniken als in den Jahren zuvor. Naja, der Weg ist immer ein bisschen verschiedener. Man malt einmal ja, Aquarell, wie am Anfang, wie ich gemacht habe, und dann kommt man halt zum Acryl. Und momentan, ja, das sind verschiedene Wege weg von der Landschaft. Jetzt bin ich momentan, interessiere mich besonders Gesichter und auch Handhaltungen. Und das versuche ich halt momentan ein bisschen zu malen. Nicht nur Alfred Berger präsentiert neue Arbeiten, auch die anderen Künstlerinnen und Künstler, die bereits zum dritten Mal dabei sind, wagen sich zu neuen Techniken vor, überlegen sich neue Fragestellungen und man kann ihre Weiterentwicklung in den Bildern erkennen. Sehr erfreulich ist, dass in diesem Jahr auch sehr viele junge, bis dato unbekannte Gesichter mit dabei sind. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich die Liste der Anmeldungen gesehen habe. Da waren Leute dabei, von denen ich bildnerisch jetzt noch gar nichts gehört habe. Ich war sehr überrascht über die gute Qualität. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv, dass wir uns weiterentwickeln, dass sich neue Leute auch für diese Ausstellung, für dieses Vorhaben interessieren. Der Jüngste ist gerade einmal 16 Jahre alt und malt bereits seit einigen Jahren. Mit Malen zu beginnen hat mir eigentlich schon, ich schaue Animes, das habe ich schon seit meiner Kindheit wirklich sehr fasziniert. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich halt Manga zeichne, einfach weil es mich sehr interessiert, der Zeichenstil, sage jetzt einmal, von den Ganzen. Ja, und während man bei Manuel Neras Werken in die Welt der japanischen Comics eintaucht, nimmt Katatys die Betrachter ihrer Bilder mit auf eine abstrakte Reise. Erst seit einem halben Jahr beschäftigt sich die Mürz-Zuschlagerin wieder intensiv mit der Malerei. Ja, ich habe es als Kind sehr gern gemacht. Also ich habe schon sehr viel gezeichnet und bin dann irgendwie durch Freunde und durchs Footgehen und verschiedene Freizeitaktivitäten halt nicht wirklich dazugekommen. Und jetzt seit einem halben Jahr habe ich es halt wieder für mich entdeckt und ja, mir gefällt es halt, dass ich meine kreative Ader da ausleben kann und ja. Eines haben die Bilder der Ausstellung Die Stadt der Maler gemeinsam. In jedem einzelnen Werk ist das Herzblut des Künstlers zu spüren.
Der Mürzer Bauernmarkt ist seit Jahren eine Bereicherung für die Innenstadt von Mürzzuschlag. An jedem Samstagvormittag werden gesunde Lebensmittel direkt vom Erzeuger angeboten. Und die Kundinnen und Kunden schätzen diese Produkte sehr. Viele Einkaufslustige waren auch dieses Mal gleich in den Morgenstunden auf den Stadtplatz von Mürzzuschlag gekommen, um beim Bauernmarkt die größte Auswahl zu haben. Der Mürzer Bauernmarkt hat schon eine lange Tradition und auch die Händler kommen immer wieder gerne. Bereits seit Jahren am Bauernmarkt in Mürzzuschlag vertreten, ist die Firma Heidenbauer aus Anger mit seinen Spezialitäten aus eigener Produktion. Wir haben angefangen von Geschöchtes über Aufstriche oder Blutwurst, Brennwurst, Erdäpfelwurst, Frischfleisch, eigentlich die ganze Palette, was es vom Schwein so gibt. Und dann zum Nachspülen habt ihr auch gute Schnapsal mitgebracht? Haben wir natürlich auch mit, ja. Von Obstler bis Zierberl, alles aus eigener Produktion, natürlich. Und natürlich nicht fehlen darf das Aushängeschild der Steiermark, das Kürbiskernöl. Genau, das Kürbiskernöl, das ist natürlich 100% rein, direkt vom eigenen Acker und wird eigentlich sehr gern gekauft, ja. Neben dem reichhaltigen Angebot an Fleisch- und Wurstwaren kommen auch die Käsefeinschmecker auf ihre Kosten. Bei der riesigen Auswahl an den verschiedensten Käsesorten aus heimischer Produktion fällt die Auswahl oft gar nicht so leicht. Denn gerade beim Käse gibt es doch sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Wir haben steirische Käse, wir haben Tiroler Käse, vor allem auch gute Vorarlberger Bergkäse. Aber auch italienische, französische, bis nach England auf. Wir haben seit neuem auch ein paar gute kroatische Schafkäse. Und dann gibt es auch alle Richtungen, von ganz wach bis fest, also ganz cremige, festere. Jetzt haben wir noch ein bisschen Frischkäse für heuer, der wird bald aus sein, der Winter ist da. Wie heißt es doch so schön, an apple a day keeps the doctor away. Mit einem Apfel am Tag kann man schon einen Teil der benötigten Vitamine abdecken. Aufgrund der Wetterkapriolen ist die steirische Apfelernte aber heuer schlechter ausgefallen. Es schaut nicht so gut aus. Wir haben jetzt einige Sorten noch, circa bis Weihnachten auf jeden Fall noch. Aber es sind schon einige Sorten ausgefallen. Aber es schaut überall schlecht aus bei allen Bauern. Was habt ihr da sonst noch? Sie sind da Säfte oder was sind das? Ja, wir machen die Säfte selber, alles zuckerfrei. Apfelsaft, Verdünnungssäfte haben wir, dann haben wir Smoothies. Und unsere Haupteinnahmequelle sind die Hühner, was wir selber anstechen, Eier haben wir dann, Kernöl, Honig, Nudeln. Beim Bauernmarkt im Mürzzuschlag im Sortiment ist natürlich auch eine große Auswahl an Gemüse. Von den Karotten angefangen, Salate verschiedene, Kartoffeln auch verschiedene, ja, allerhand. Bei der Gemüseernte heuer keine Schwierigkeiten gehabt durch das schlechte Wetter teilweise? Im Sommer war das Wetter schon schlecht und viel regnerisch und so und da haben wir schon ein bisschen Probleme gehabt. Auch, ja. Aber jetzt ist alles da? Jetzt ist alles da und jetzt ist auch das Wetter besser, ja. Aus St. Kathrin im Hauenstein, der Weißenbacher Manfred hat süße Versuchungen mitgebracht, guten Honig. Was habt ihr noch mit? Ja, wir haben heute Waldhonig mit von unserer Ernte selber und auch Blütencreme-Honig haben wir mit. Die Ernte war heuer sehr gut, also wir haben recht viel Waldhonig gehabt. Das Brot ist von der Frau Giritsch und der Honig ist von uns und wir haben heute mal Honigverkostung. Also fleißige Bienen bei euch unterwegs, oder? Genau, heuer waren sie mal fleißig, die Bienen. Doch was wäre der beste Honig? Der beste Käse oder das beste Würstel ohne Brot. Und das frische Bauernbrot kommt schon seit Jahren aus Neuberg an der Mürz. Immer eine große Schlange bei der Doris Giritsch bei dem guten Brot. Was haben Sie denn Spezielles mitgebracht? Ich habe jetzt gesehen, eines mit Walnüssen. Ja, das Walnussbrot ist schon ein sehr beliebtes Brot, also da kann fast nie genug da sein. Ansonsten gibt es noch ein Kerndlbrot, ein Dinkelbrot, ein Vollkornbrot, ein Mischbrot und natürlich das traditionelle Bauernbrot. Das heißt, es ist immer früh zum Aufstehen für Sie, gutes Brot machen in der Früh? Es ist eigentlich gar nicht zum Schlafen gehen, sagen wir so. Es wird durchgearbeitet, zwei Tage, zwei Nächte, damit die Sachen wirklich frisch sind. Das letzte gebackene Brot ist noch warm in der Früh. Aber es macht Spaß. Sie machen ja das schon relativ lang, also muss es Spaß machen,
sonst machen wir das nicht, oder? Es macht natürlich Spaß, vor allem wenn man sieht, dass die Kunden wirklich eine Freude damit haben, dass es ihnen schmeckt. Und ja, ist einfach das Wichtigste, dann macht das Arbeiten wieder eine Gaudi. Darf ich noch was geben? Der Bauernmarkt im Mürzzuschlag kann mittlerweile auf ein langjähriges Bestehen zurückblicken und ein Besuch ist für viele Menschen im Mürzzuschlag und Umgebung schon zur Tradition geworden. Und diese Menschen schätzen ihren Bauernmarkt und vor allem die Produkte aus unserer Steiermark. In unserem nächsten Beitrag geht es auch um Hunde. Ein Agility-Benefizturnier wurde kürzlich am Sportplatz in Wartberg ausgetragen. Ziel ist die finanzielle Unterstützung eines schwer erkrankten Sportlers. Menschen fühlen sich dann wohl, wenn sie gebraucht werden, aber auch dort, wo Gemeinschaft existiert. Eine Gemeinschaft, auf die man sich auch in weniger erfreulichen Zeiten im Leben verlassen kann. Ein Musterbeispiel für solch ein soziales Miteinander stellt der Verein Rottis and Friends dar. Zugunsten eines schwer erkrankten Vereinskollegen wurde zu einem tierisch-sportlichen Agility-Benefizturnier auf den Wartberger Sportplatz geladen. Wir führen regelmäßig einmal jährlich ein Turnier durch. Unseres war heuer schon im August und wir haben uns jetzt noch einmal aufgerafft dazu im Oktober. Und zwar ist es ein Turnier für eins unserer besonderen Mitglieder, für den Herbert Breinsberger. Der Herbert ist sehr erfolgreich Agility gelaufen, war in ganz Österreich vertreten und hat Sieg um Sieg eingeheimst, kann man sagen. Und plötzlich ist er schwer erkrankt, sodass er diesen Sport aktiv überhaupt nicht mehr ausüben kann, aber er lebt nach wie vor mit. Und diese Erkrankung hat für den Herbert und seine Familie eine große Belastung dargestellt. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen ihnen wenigstens finanziell eine Unterstützung bieten und haben dieses Turnier veranstaltet. Und das mit vollem Erfolg. Zahlreiche Teilnehmer, Zuseher, Sponsoren und Gönner waren dabei und wollten auch ihren Beitrag für den guten Zweck leisten. Weiters gab es ein Schätzspiel, einen Glückshafen und auch für den kleinen Hunger zwischendurch war vorgesorgt. Insgesamt konnten beachtliche 4.420 Euro überreicht werden. Wir bedanken uns bei allen, die bei uns gestartet sind, ganz herzlich und sogar Menschen, die gern gestartet wären, aber keine Zeit hatten, haben gespendet. Auch dafür ganz herzlichen Dank, obwohl sie nicht da waren. Und wir hatten auch jede Menge Sponsoren, die für den guten Zweck gespendet haben. Dafür ganz herzlichen Dank. Dankbarkeit, die von Herzen kommt. Diese konnte man auch in den Worten von Herbert Breinsberger spüren. Ich bin dankbar der Karin und bei den Teilnehmern, die was für mich heute gekommen sind. Danke. Sportlich gab es auch einiges zu sehen, und zwar Agility vom Feinsten. Der Verein Rottis and Friends besteht in dieser Form seit 10 Jahren und bietet das Training von verschiedenen Hundesportarten wie Agility, Breitensport und Unterordnung an. In diesen Sparten werden auch Turniere besucht und veranstaltet. Wir bieten alle möglichen Hundetätigkeiten an, Tätigkeiten, Ausbildungen, verschiedenste Sparten des Hundesports, Gebrauchshundesport, Agility und Breitensport im Großen und Ganzen. Aber wir helfen natürlich auch Menschen, den Hund alltagstauglich zu machen. Also wenn man uns kontaktiert, wir richten uns danach, was dieser Mensch und sein Hund gerade brauchen. Menschen bleiben fit, Hunde bleiben fit und wenn sich Erfolge auch noch einstellen, ja, was wollen wir mehr? So bleibt nur zu hoffen, dass es auch in Zukunft genug Menschen gibt, die ein Herz für ihre Nächsten haben. Egal ob Mensch oder Tier, es geht nur miteinander. Mit diesem Beitrag über das Agility-Benefizturnier geht unsere Sendung zu Ende. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Zuschauen. Übrigens, fürs Spielen ist man nie zu alt. Dü dü da da, dü dü da da, dü dü da da, dü dü da da.